Mit RTV Kompakt von Tag zu Tag, heute unter anderem mit. Bauern ziehen Bilanz von überdurchschnittlich bis Totalausfall. Künstler verschönern Schlosspark, Skulpturen am Kranhaken. Und Planer geben Auskunft, Umgestaltung auf Friedhof. Glück auf! Warum die Sendung mal nicht mit einer Meldung aus Meißen beginnen? Denn in der Porzellan- und Weinstadt an der Elbe lernten und lernen viele von den Mitarbeitern in unseren Verwaltungen. Seit September 2020 bietet die Fachhochschule Meißen nun einen neuen Studiengang an. Er nennt sich Digitale Verwaltung. Derzeit werden 16 Studenten auf ihre spätere Tätigkeit in der öffentlichen Verwaltung vorbereitet. Ziel ist es, die Verwaltungsstrukturen dadurch zu modernisieren. Sachsens Innenminister Professor Dr. Roland Wöller begründet die Notwendigkeit wie folgt und sagt: Die digitalen Mobilfunknetze gingen 1992 an den Start. Smartphones in ihrer heutigen Form sind vor 12 Jahren auf den Markt gekommen. In dieser kurzen Zeitspanne war die technische Entwicklung in der Digitalisierung gigantisch. Auf diese Herausforderungen muss sich auch eine moderne und bürgernahe Verwaltung einstellen und in Aus- und Fortbildung neue Wege beschreiten. Die Studenten werden an der Hochschule Meißen in 7 Semestern ausgebildet und erhalten nach erfolgreicher Abschlussprüfung den akademischen Grad des Bachelors of Science. Wir kommen auf das Thema Ausbildung in einer Verwaltung nochmal zurück, zunächst aber erst zu einer ganz anderen Branche. Die sächsische Getreide- und Rapsernte 2020 ist nahezu abgeschlossen. War die diesjährige Ernte gut oder schlecht? Die Antwort auf diese Frage wird immer mit Spannung erwartet. Für unser Bundesland richten sich die Augen diesmal auf die Zwönitzer Agrargenossenschaft. Denn das erzgebirgische Landwirtschaftsunternehmen war Gastgeber der Erntebilanzpressekonferenz des Sächsischen Landesbauernverbandes. Dabei war zu erfahren, dass die Bauern im Freistaat trotz Ausreißern eine durchschnittliche Ernte eingefahren haben. In Zwönitz sagte Thorsten Kraftschick, Präsident des Landesbauernverbandes: Der zu Ende gehende Sommer hat die Erntebilanz erheblich durcheinandergebracht. Von überdurchschnittlich bis Totalausfall war 2020 alles dabei und das zum Teil innerhalb einer Region oder gar benachbarter landwirtschaftlicher Unternehmen. Gebietsweise kam es zu starken Ernteverlusten durch Trockenschäden im Frühjahr und Frostschäden im Mai. Im Juli und August folgten leichte bis gussartige Niederschläge, die sehr heterogen über Sachsen verteilt waren. Der August brachte erneut eine lange Hitze- und Trockenphase. Dabei bleiben die weiterhin fehlenden Bodenwasservorräte für die Landwirtschaft brisant. In unserer Sendung zum Wochenende werden wir ausführlich berichten. Auch weiterhin wird auf unseren Straßen enorm viel gebaut. Ab 7. September wird nun laut einer Information des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr die Asphaltdeckschicht an der A72-Anschlussstelle Stolberg Nord in Fahrtrichtung Leipzig erneuert. Verkehrsteilnehmer auf der A72, die in Richtung Leipzig fahren und in der Anschlussstelle Stolberg Nord ausfahren möchten, werden bereits an der Anschlussstelle Stolberg West von der A72 geführt. Die Zufahrt zum Autohof wird ausgeschildert. Der an der Anschlussstelle Stolberg Nord auf die A72 in Richtung Leipzig auffahrende Verkehr wird während der Sperrung auf die Gegenfahrbahn zur Anschlussstelle Stolberg West und dort auf die Richtungsfahrbahn Leipzig geleitet. Die Arbeiten sollen voraussichtlich am 11. September abgeschlossen werden. In der darauffolgenden Woche finden vom 14. bis voraussichtlich 18. September die Instandsetzungsarbeiten auf der Anschlussstelle in der Gegenrichtung statt. Die Bauarbeiten am Bahnhof in Bayerfeld, die zu einer Vollsperrung der S270 führten, dauern etwas länger.
Wie das Landratsamt mitteilt, verlängert sich die Vollsperrung in Richtung Grünhain aufgrund der witterungsbedingten Verzögerung beim Asphalteinbau voraussichtlich bis einschließlich kommenden Montag. 20 junge Auszubildende und Studenten haben ihren Dienst in der Landkreisverwaltung des Erzgebirgskreises begonnen. Dabei bildet das Landratsamt mit 4 verschiedenen Ausbildungsberufen und 3 verschiedenen dualen Studiengängen wieder eine große Bandbreite an Berufen aus, die für die behördliche Arbeit gebraucht werden. Ab 1. September absolvieren damit insgesamt 68 Auszubildende und Studierende eine Ausbildung bzw. ein Studium im Landratsamt Erzgebirgskreis. Am 31. August war die Verabschiedung der Azubis des 3. Lehrjahres erfolgt. Hier erhielten 13 Verwaltungsfachangestellte ihre Ausbildungszeugnisse. Allen diesen Absolventen konnte ein zunächst befristeter Arbeitsvertrag für die Zeit unmittelbar nach der Ausbildung angeboten werden. Dieses Angebot wurde von den interessierten Absolventen angenommen. In Schwarzenberg lädt der Schlosspark bald zum Flanieren ein. Denn die 2019 begonnene Sanierung des Areals rund um das Schloss geht weiter voran. Spektakulär wurde es dabei in dieser Woche. Weitere Kunstwerke sollten sich zu den bereits aufgestellten Arbeiten aus Künstlerhand gesellen. Durch die Beschaffenheit des Geländes am Schwarzenberger Schlosshang mussten die schweren Skulpturen mit einem Kran in den Schlosspark gehoben werden. Jedes einzelne Kunstwerk wurde an seinem vorgesehenen Standort befestigt. Die Installation der Objekte erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Verein Kunstfreunde Schwarzenberg. Die Kunstwerke sollen den Schlosspark bereichern und den Spaziergang durch die neu gestaltete Anlage interessanter machen. Eigentümer des Schlossparks ist der Landkreis. Zwischen dem Erzgebirgskreis und der Stadt Schwarzenberg besteht sowohl ein städtebaulicher Vertrag als auch ein Bauherrenvertrag. Das Landesamt für Denkmalpflege begleitet die bald zu Ende gehende aktuelle Baumaßnahme. Auf dem städtischen Friedhof in Annaberg-Buchholz informierten jetzt Vertreter der Stadt sowie des beauftragten Planungsbüros über den aktuellen Stand bei der Umsetzung des Ziel- und Entwicklungskonzeptes. Erste Arbeiten starteten bereits vor Jahren mit der Gesamtsanierung der Trauerhalle. Seit 2013 wird auf dem Friedhof weitergebaut. Im Rahmen von 6 Bauabschnitten wurden Wege neu errichtet oder saniert, Grabfelder neu strukturiert und neue Grabanlagen errichtet. Wichtige Kriterien waren dabei eine klare Struktur sowie eine erleichterte Pflege durch Angehörige und Friedhofsmitarbeiter. Weitere wichtige Arbeiten in den letzten Jahren waren eine Verringerung des Baumbestandes sowie die Anlage neuer Grabarten. Auch die vorhandene Lindenallee wurde stärker ins Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt. Für alle genannten Maßnahmen waren städtische Eigenmittel von reichlich 568.000 Euro erforderlich. Die Gesamtinvestition beziffert sich auf knapp 2,1 Millionen Euro. Die Polizei erhofft sich von möglichen Zeugen Hinweise zu einem Diebstahl in Breitenbrunn. Ein Anwohner des Kupferweges hatte festgestellt, dass Unbekannte in einen Schuppen auf seinem Grundstück eingebrochen waren. Offenbar bereits von Samstag auf Sonntag hatten sie das Schloss aufgebrochen und 2 Fahrräder, 2 Snowboards sowie einen Satz Autoräder gestohlen. Bei den gestohlenen Fahrrädern handelt es sich um ein schwarz-weiß-rotes Mountainbike Cube sowie ein schwarz-silbergraues Mountainbike Centurion. Bei den Autorädern handelt es sich um Alufelgen mit Sommerreifen. Der Wert des Diebesgutes wurde auf insgesamt rund 7.500 Euro beziffert. Es ist anzunehmen, dass die Täter das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportierten. Zeugen, die insbesondere von Samstag auf Sonntag Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aue unter der Rufnummer 03771 120 entgegen. Das Landratsamt Erzgebirgskreis hat das überarbeitete Hygienekonzept des FC Erzgebirge Aue nach umfangreicher Prüfung unter Auflagen bestätigt. Demnach kann mit Stand Anfang September eine Wiederaufnahme des Spielbetriebes mit Zuschauern für die Saison 2020/21 erfolgen.
Die Spiele des FCE im Erzgebirgsstadion können zum Ligastart mit vorerst 4.411 Zuschauern stattfinden. Zunächst dürfen ausschließlich Tickets für Sitzplätze ausgegeben werden. Neben dieser Begrenzung der Zuschauerzahl wurden dem FCE weitere Auflagen, wie zum Beispiel die Sicherstellung der Einhaltung der Mindestabstände von 1,50 Meter, separate Ein- und Ausgänge zu den Fanblöcken, ein generelles Alkoholverbot und die datenschutzkonforme Kontaktnachverfolgung auferlegt. Das besondere Exponat. Das hängt diesmal in der aktuellen Sonderausstellung im König-Albert-Turm in Grünhain-Beierfeld. Es stammt vom Hobbykartonisten Stefan Buße. Humorvoll nimmt er auch mal gern Maritimes auf die Schippe. Auf einer Karikatur lässt er einen Skipper die Wende ansagen. Seine weibliche Begleitung auf dem Boot versteht die Aufforderung auf ihre Weise. Dieses Exponat ist mit vielen weiteren lustigen Arbeiten von Stefan Buße, alias Bube, noch bis zum 20. September im König-Albert-Turm auf dem Spiegelwald in Grünhain-Beierfeld zu entdecken. Am 1. September waren wir in der Erzgebirgischen Arbeitsagentur in Annaberg-Buchholz. Wie überall in Sachsen war im August auch bei uns eine Zunahme der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen. Die Arbeitslosenquote liegt im Erzgebirgskreis aktuell bei 5,0%. Im Juli 2020 lag sie noch bei 4,9 und im August des Vorjahres bei 4,4%. Wir wollten deswegen von Agenturchef Nino Schiretta wissen, ob der Anstieg eine Folge der Corona-Pandemie ist oder andere Gründe hat. Also auch der Berichtsmonat August trägt auf dem Arbeitsmarkt die Handschrift von Corona. Corona hat also den Markt immer noch fest im Griff. Wir merken das insbesondere daran, dass die Zugänge natürlich nicht abgenommen haben. Was wir aber konstatieren, dass unsere Sicherheitsmaßnahmen, arbeitsmarktpolitisch, die wir gefahren haben, ich nenne mal Kurzarbeitergeld an der Stelle, dass die wirken und haben wir sich hier nur einen sehr moderaten Anstieg in der Arbeitslosenquote von 4,9 auf 5,9% bewirkt haben. Ist das dem Erzgebirgskreis entsprechend im Agenturbezirk mit Blick auf die einzelnen Regionen unterschiedlich oder verteilt sich das gleichmäßig? Also um im Duktus mal zu bleiben, Corona hat nicht für eine Verschiebung gesorgt an der Stelle. Wir haben schon immer eine Spreizung im Erzgebirgskreis. Im Moment haben wir in Tschurbau die günstigste Arbeitslosenquote und traditionell, sage ich jetzt mal, im Bereich Aue-Schwarzenberg die höchste Arbeitslosenquote. Wenn wir von der Veränderung reden, dann ist es tatsächlich die Region Stolberg, die allerdings von einem sehr niedrigen Niveau kommt, aber da im Moment die höchste Betroffenheit nach sich zieht, wenn man auf die Arbeitslosenquote schaut. Das ist wohl aber nicht besorgniserregend, oder wie schätzen Sie das ein? Ich formuliere mal anders. Es gibt keinen Grund, hier schwarz zu malen, weil der Arbeitsmarkt entwickelt sich aktuell zumindest in die richtige Richtung. Und ich nenne mal drei Beispiele, woran machen wir das an sich fest. Zum einen sind es die Stellenofferten, die im dritten Monat in Folge uns immer im größeren Umfang gemeldet werden. Wir sind zwar immer noch unter dem Niveau des Vorjahres, aber konstatieren, dass zumindest die Nachfrage nach Arbeitskräften langsam wieder an Fahrt aufnimmt. Das Zweite, was ich unter der Überschrift positive Entwicklung gerne verorte, ist tatsächlich der Abgang von Arbeitslosen in die Aufnahme von Beschäftigung. Sind zwar jetzt kleine Zahlen, aber wenn wir uns den Berichtsmonat August mal anschauen, dann haben im August 11 ehemalige Arbeitslose den Weg in die Beschäftigung gefunden, mehr als im Vorjahr des Berichtsmonats August. Sicherlich auch hier ein Aufholen der bisher nicht stattgefundenen Einstellungen, aber immerhin ein positives Signal. Und das Dritte, was zu nennen wäre, wäre tatsächlich der Ausbildungsmarkt. Und das ist, wenn Sie so wollen, der Gewinner in der Krise, weil wir im Ausbildungsmarkt analog unterwegs sind wie im Vorjahr. Vom Ernst des Lebens zur Freizeit. Großes Kino unter dem Sternenzelt wird es an den ersten drei Septemberwochenenden bei den ersten Stolberger Filmnächten geben. Die Kulisse des Pionierparks bietet genügend Platz für jedermann. Am Donnerstag wird der Film »Der Junge muss an die frische Luft« und am Freitag »The Peanut Butter Falcon« gezeigt. Das komplette Programm, Online-Tickets und weitere Informationen gibt es unter www.stolberger-filmnächte.de.
Das Sächsische Rotkreuz in Beierfeld zeigt derzeit eine Sonderausstellung, die unter dem Titel steht: Hüte mich, ich schütze dich. Das Rotkreuzzeichen, ein Zeichen der Nächstenliebe. Anlässlich des Jahres der Industriekultur in Sachsen zeigt die Galerie im Heinrich-Hartmann-Haus in Oelsnitz-Erzgebirge eine Ausstellung mit Motiven und Themen aus der Arbeitswelt. In den ausgewählten Werken der vier zeitgenössischen Künstler Harald Alf, Michael Backhaus, Tanja Pohl und Andreas Uhlig verbindet sich die vielfältige und traditionsreiche Vergangenheit industrieller Produktionsstätten mit ihrer aktuellen Situation. Die Ausstellung ist donnerstags von 9 bis 17 Uhr sowie freitags, sonnabends und sonntags in der Zeit von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Das war RTV Kompakt am Donnerstag. Bestimmt war auch für Sie was Interessantes dabei. Wir arbeiten schon wieder an der Sendung für Freitag. Dann werden wir wieder über neue Baustellen zu reden haben, die ab Montag auch zu neuen Straßensperrungen führen. Bis dahin, Glück auf!